Nee. Ist stabil. Gut. Okay, alles gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Okay. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Jo. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Okay, was mache ich jetzt hier? Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, wow. Das würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Metro. Das schaut so aus. Okay, sieht aber genial aus. Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution. Das ist es. Es gibt einen Weg durch die Metrostation vor dir. Okay. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird instabil. Ja, gut. Da lang nicht. Da lang würde ich sagen. Nee, auch nicht. Okay. Da. Das sieht gut aus. Huh. Hopp, hopp, hopp. Okay. Läuft doch. Möchte mal wissen, was... Wow! Den Ausgang der Metro finden. Wohl da lang. Nee. Irgendwie da hoch. Ja, da hoch vielleicht. Nee, das kann er nicht. Okay. Da kann er auch nichts machen. Wo lang? Von da bin ich gekommen. Ach, okay. Okay, ich bin ja schon ruhig. Dann hier lang. Hoppa. Und hier lang. So. Wow! Alter, was ist los da? Das sieht gut aus. Wow. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Oh, okay. Wirbelsturm. Okay. Aber warum auch nicht? Okay. Wohin mit mir? Auch hier. Sieht
aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Okay, gut, so. Ach, hier lang. Oh, oh. Ich tu, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Yo! Ist klar! War aber cool irgendwie. Also, okay. Ist mal was Neues. Boah, gibt's hier noch öfter? Das wäre schon cool. Hätt was. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Okay. Okay. Ich hab neue Waffen, glaube ich. Irgendwo Charakteranpassung. Ne, nicht Fähigkeiten. Ach, ich habe auch da was Neues, okay. Das lerne ich alles anscheinend. Der. Das habe ich schon. Ne, habe ich nicht. Okay, ich dachte, ich hab das schon. Gesundheit. Okay, gut, das reicht erstmal. Ausrüstung, Waffen. Einhändig. Lang. Nee. Ach, schwere Waffe ist das dann. Das Teil habe ich gekriegt. Nee, ich bin lieber schnell, dankeschön. Gut. Ausstattung, Farben, ja, bla bla. Okay, gut, da habe ich nichts gekriegt. Gut. Was ist das? Templer haben Notre Dame geplündert. Aha, nee. Ich würde mir lieber noch gern. Ja, oder ich finde die halt noch netter, weil. Da war ich anscheinend schon mal. Okay. Okay, gut. Ja, dann machen wir das einfach wieder. Geben die den Auftrag quasi ab. Und wie spät ist? Ach, wir haben schon fast 7 Uhr. Ja, ich muss gleich los. Thank you.
Gut. So, dann mal hier lang. Nee, warte. Wo ist meine Hauptquest? Nee, das... wollte ich jetzt... Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Komisch, okay. Dann hier lang. Ja, das wollte ich. So. Arno? Ja, ich bin Arno, ich weiß. Fortgeschrittener Lehrling, juhu! Was ist das? Assassinenrang. Ah. Okay. Wow! Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Okay. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Bringe ihm Frieden. Okay. Okay. Zum Zielen und RT zum Schießen. Ach so. Berserkerklinge. Nee, Phantomklingen. Wieso kann ich den nicht ausrüsten, genau? Hab ich irgendwas verpasst? Gut, ich werde jetzt hier aber kurz pausieren. Ich muss mich gleich noch fertig machen und noch wohin. Alles Gute, Bürger. Und morgen hat meine Schwester Geburtstag, das heißt, morgen kann ich auch nicht aufnehmen. Darum habe ich jetzt noch schnell hier ein Stück weit aufgenommen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und an den anderen Folgen und an unseren anderen Projekten und Videos und was weiß ich was noch. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, vor allem kommentieren bitte, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Dann kann ich ein bisschen auf euch eingehen, ein bisschen auf Fehler, Wünsche, Anregungen eingehen. Und ich habe ein bisschen engeren Draht dazu, wer das guckt. Alles klar, haut rein und ciao!